Als wir uns das erste Mal wieder getroffen haben, jeder mit seinem Instrument und in dem Studio waren und alte Lieder angespielt haben, die wir auch noch konnten, ne? das wie Fahrradfahren, da merken wir plötzlich irgendwie, warum die Leute irgendwie damals auch so durchgedreht sind, weil das war ein unfassbarer Sound. Das, was man da hat, wenn man zusammen musiziert, das ist sehr besonders. Und verrückt, weil man weiß nicht so recht, woher das kommt. Wir hatten nicht mal Soundcheck gemacht oder gar nichts, so einfach gespielt und wussten irgendwie so, wir haben einen eigenen Sound. Es war einfach krass, wie doll das zusammengehört. Das kann man auch nicht kreieren, das ist einfach ein Glück, dass man sich so findet irgendwie. So gut, dass ich dich gefunden habe, dein Stern brennt über dieser Stadt, lang, lang, lang lebe die Nacht. Dann haben wir angefangen, Lieder zu schreiben und haben einfach das gemacht, was wir sind, also was wir können irgendwie und haben diesen Selig-Sound irgendwie. Und die Lieder so, haben sie so geschrieben, wie wir sie damals auch immer geschrieben haben. Alle Leute, denen ich Songs vorgespielt habe, die haben gesagt, ach, wie schön, dass ihr weiterhin die Musik macht, die ihr immer gemacht habt. Und jetzt nicht plötzlich dachtet, wir müssen jetzt alles neu erfinden und ganz anders klingen als früher. Ich freue mich natürlich total darüber, dass Leute sich freuen, dass wir das wieder machen. Das ist natürlich das Größte. Ich habe vorgestern ins Gästebuch geguckt und musste schwer um Fassung ringen, weil ich es wirklich wahnsinnig schön fand, zu lesen, dass, wie viel es Menschen bedeutet haben. Also zum einen, dass sie das heute da reinschreiben, das alleine bedeutet ja schon was. Und was da drin steht, ist wirklich sehr, sehr rührend. Das ging mir sehr nahe. Fühlt sich total gut an. Sehr gesund und offen und ehrlich und von der Musik sowieso. Ich glaube, das ist unsere beste Platte geworden nach 10 Jahren. Aber ich glaube, die Pause brauchten wir auch irgendwie. Aber man wird auf dieser Platte keine Erneuerung oder so finden irgendwie. Also so, sondern es ist eine Seligscheibe geworden. Und ich fall in deine Arme, weit von hier erwacht.